Hey meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich wieder einen kleinen Vlog für euch. Es macht mir einfach so viel Spaß mitzufilmen und ich habe mal ein bisschen was von meiner Morgenroutine hier für euch aufgenommen. Mit der Tastatur beantworte ich gerne noch Nachrichten und Mails im Bett und dann, wenn ich aufstehe, fange ich erstmal an, meine kleinen Sachen, die ich so neben dem Bett brauche, aufzuräumen. Und da ist auch gleich eine von den kleinen Veränderungen, die ich euch ja schon angekündigt hatte. Ich hatte ja eine Zeit lang diesen kleinen weißen Schreibtisch, den ich oben als allerersten Schreibtisch genutzt hatte, als so eine Art Nachttisch beibehalten, aber das war mir einfach zu groß und zu viel. Und jetzt habe ich mir diese Box hier, die ihr schon kennt, geschnappt und das ist sozusagen mein Nachttischersatz. In die Box kommt alles rein, was ich nachts brauche und am nächsten Tag kann ich es dann verstauen. Manchmal schiebe ich es auch unters Bett. Und ja, damit bin ich jetzt sehr glücklich und der Schreibtisch steht jetzt bei der Mila im Zimmer und sie freut sich. Was noch zur Morgenroutine gehört, ist natürlich meinen Kaffee zu verräumen. Den ersten Kaffee trinke ich dann immer irgendwie möglich im Bett, dafür lasse ich mich auch extra früh von Patrick wecken, wenn die Kinder Schule haben. Rollladen rauf und Wettercheck. Ein wunderschöner Tag. Ich bin wirklich froh, dass der Sommer nochmal zurückgekommen ist. Und dann geht's wie immer ans Bett machen. Das versuche ich wirklich jeden Tag durchzuziehen. Irgendwie ist es der beste Start des Tages, wenn das Bett einfach schon mal gemacht ist und ein Zimmer sozusagen auf einen wartet, so schön wie es nur sein kann. Und ja, ich fühle mich dann einfach produktiv und bereit für den Tag. Dankeschön. Ein weiterer Punkt meiner Morgenroutine ist, mich gleich ausgehbereit anzuziehen, auch wenn ich an dem Tag nicht vorhaben sollte, das Haus zu verlassen, also mal abgesehen von der Gassi-Runde mit Amy. Gibt mir das einfach auch wieder so ein Produktivitätsgefühl, wenn ich vernünftig angezogen bin und nicht den ganzen Tag in Joggingklamotten verbringe, beziehungsweise in Gammelklamotten. Ne? Seien wir mal ehrlich, das letzte Mal joggen, das dürfte 2 Jahre her sein. Und da fällt mein Blick auf diesen Wäschekorb. Das ist so ein bisschen mein Versteck für Wäsche, wenn ich keine Lust habe, die am Abend noch zu verräumen. Aber auch da versuche ich dann wieder, das einfach gleich durchzuziehen, weil ich weiß, wenn ich die jetzt im Schrank stehen lasse, dann nervt die mich den ganzen Tag, weil ich weiß, ich muss es noch machen. Manchmal kippe ich es dann nur aufs Bett, weil ich mich dann selber sozusagen psychisch überliste, weil der Monk das natürlich gar nicht mag, wenn da Wäsche auf dem Bett liegt und dann bin ich einfach motivierter, sie zu verräumen. Aber heute dachte ich mir, ja, das packst du jetzt einfach gleich an, dann gehst du runter am Morgen und hast gleich das Gefühl, du hast heute schon mal was geschafft. Als ich noch Teilzeit oder auch Vollzeit gearbeitet habe, habe ich das nicht so gemacht. Da habe ich allerdings auch noch keine Ahnung von der Fly Lady gehabt und hatte auch überhaupt keinen Überblick über die Arbeiten zu Hause, muss ich zugeben. Die Fly Lady, das ist schon auch so ein System, was Zeit braucht und was weitaus einfacher natürlich als Hausfrau oder von zu Hause aus selbstständig Arbeitende umzusetzen ist als vollzeitig Berufstätige, das ist klar. Und hier zeige ich euch mein Nachfüll-Shampoo, was ich mir doch gekauft habe. 80% Plastik spart man dadurch. Ich denke, das ist ein guter Kompromiss, wenn ich schon nicht mehr das feste Shampoo verwende. Auf jeden Fall bin ich damit jetzt sehr, sehr glücklich.
in den Korb oben kommt meine Unterwäsche rein. Das geht ratzfatz. Schubladen habe ich ja keine mehr. Und die anderen Sachen nehme ich dann mit in die Zimmer der Kinder und verteile sie dort. Und nach der Dusche ziehe ich mich dann auch an. Und den Wäschekorb nutze ich derweil auch gleich mal für alle Sachen, die hier nichts zu suchen haben und die in den jeweiligen Zimmern verteilt werden. Das ist übrigens so gefühlt meine Hauptaufgabe, Dinge dorthin zurückzubringen, wo sie eigentlich hingehören. Kilian ist ein eher ordentliches Kind, das hat er definitiv von mir. Der mag seine Sachen gerne sortiert haben und einen guten Überblick haben. Der räumt auch sehr viel schneller freiwillig auf. Wir haben zum Beispiel neulich sein komplettes Lego sortiert, in Kategorien aufgeteilt. Na, wie geht's euren Monks? Die müssen doch glücklich sein bei so einem Anblick, oder? Also ich bin's auf jeden Fall. Ich finde es so schön. Und er hat da echt 3 Stunden gemeinsam mit mir sortiert, während seine Schwester nach, glaube ich, 4 Minuten aufgegeben hat und keine Lust mehr hatte. Die sind da wirklich grundverschieden und das zeigt auch sehr deutlich ein Blick ins Zimmer von der Mila. Da muss sie auf jeden Fall später nochmal ran. Ich helfe ihr dann natürlich ein bisschen, aber sie kann das auch mit ihren 7 Jahren schon super alleine. Aber ja, sie ist da nochmal ganz, ganz anders. Und gut, dass man Türen schließen kann. Die nächsten paar Stunden sitze ich dann meistens mit Unterbrechungen natürlich am Schreibtisch und widme mich da den unterschiedlichsten Themen. Ich verpacke Bestellungen für den Shop. Hier packe ich gerade Happy Mails für Patreon. Ich mache Bilder für Instagram. Ich schneide an meinen Videos, plane neue Videos. Ja, alles, was rund um diese neue Selbstständigkeit so anfällt. Und ja, ich muss sagen, es macht mir immer noch wahnsinnig viel Spaß und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es mir irgendwann mal keinen Spaß mehr machen sollte. Aber ab jetzt lasse ich euch einfach mal das Pack-ASMR genießen und der Rest von diesem Vlog ist dann auch ein Silent-Vlog und ich hoffe, ihr könnt noch richtig schön entspannen.